Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zum American Truck Simulator. Wir holen uns heute den neuen Western Star, der jetzt mit einem Patch reingekommen ist. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, mir diesen genauer anzuschauen. Dafür braucht ihr mindestens einen Händler, beziehungsweise einen Händler, wo ihr den schon mal freigeschaltet habt von Western Star, um diesen erstmal kaufen zu können. Und dann braucht man wahrscheinlich noch ein bestimmtes Level. Deswegen besuchen wir mal also diesen Händler. Wir sind jetzt Level, ich glaube 22, 23 und wir wollen den bestimmten haben. Das müsste 5, genau. Der ist das. Das ist der Western Star, der jetzt neu ins Spiel gekommen ist. Sieht optisch schon mal sehr nett aus. Und geh mal durch, was wir hier noch haben an der Sorte, beziehungsweise von denen. Das wäre der Sleeper. Den könnten wir sogar kaufen, wenn wir unseren LKW in Zahlung geben. Ich würde sagen, wir gucken noch ein bisschen weiter und würde den, auf den dann nochmal zurückgreifen und den dann eventuell noch ein bisschen anpassen. Da gibt es noch einen anderen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch einer von den neuen ist. Und den kriegen wir erst ab 25. Der hätte 600 PS direkt. Ich würde sagen, das der Blau, das ist so ein Himmelblau. Sieht optisch schon mal sehr schön aus. Aber das Problem ist, was ich jetzt schon sehe, ist, der ist sehr kurz. Das heißt, der hat eine sehr geringe Wendigkeit. Das heißt, wir müssen so Level 22, 23 sein. Gehe ich mal von aus. Wir holen uns den anderen. Den werden wir uns jetzt mal genauer anschauen. Und werden aber die Ausführungen ändern. So, das heißt, ihr habt direkt den Sleeper mit drin. Obwohl, ne, warte mal. Genau, das ist doch der 5700, ne? Ja, genau, ist der richtige. Deswegen war gerade etwas irritiert. Wir gucken mal. Mal eben kurz was trinken. Wir sind sogar nur 22, sonst hätten wir auch die Achse verfügbar. Und das ist die kürzere Version, wo wir dann wesentlich mehr Wendigkeit haben. Wir bleiben aber bei der Standardvariation erstmal. So, Motor wäre hier 505 PS. Also Standard wäre jetzt, wenn wir den so kaufen, mit 505 PS. Maximum 600, das hieße, der Peterbilt heißt der, glaube ich, hat 625, wie immer noch der schnellste von der PS-Zahl. Getriebe habe ich jetzt hier schon alle freigeschaltet. Wir gucken mal, was wir da noch verbessern können. Ja, wäre der nicht schlecht mit 18 Gängen. Den hätte ich hier nochmal Steuerung, Gefälle, unebenes Gelände und Schwergut. Das hieße, wir könnten da direkt Schwergut mitziehen. Wäre natürlich auch sehr gut dann. Das ist so ein bisschen ausgeglichen. Standardgut interessiert uns ja im Endeffekt nicht, weil wir fahren ja immer verschiedene Dinge. Ich würde sagen, wir nehmen den. Aber Steuerung und Gefälle direkt mit drin. Aber gehen wir mal zum Innendesign. Er hat sogar ein Navi, so wie es hier aussieht. Sieht schon mal sehr schön aus. Western Star direkt mit Inschrift sogar, mit Bett. Da haben wir sogar eine Scheibe drin. Okay. Dann können wir sogar einmal ändern. Muss mir ja zwischendurch rausbauen. Ich habe mich gerade noch gegessen, deswegen nicht wundern. So, das ist jetzt das rote Design. Guck mal, hier haben wir sogar Boxen. Wer ändert sich denn hier auch nochmal? Da gar nichts. Guck mal, hier haben wir sogar Boxen mit drin. Auch nicht schlecht. Radio. Das könnte so ein Staufach sein. Ich glaube, da ändert sich jetzt nur die Farbe, ne? Ja. Ändert sich hier nochmal die Farbe. Und wir nehmen mal das Premium Obsidian Black. Und machen natürlich auch unseren LKW dann direkt in schwarz. So, Außenmöglichkeiten. Was haben wir denn hier? Standard. Kann man dann hier natürlich auch mit reinmachen. Wäre jetzt etwas, was ich jetzt nicht unbedingt bräuchte. Deswegen würde ich jetzt hier die Standardvariation lassen, weil wir haben jetzt auch nicht so viel Budget. Ein bisschen mehr Sprit wäre auch nicht schlecht. Hier könnten wir dann den Boden machen. Der Auspuff braucht hier oder Doppelkombi. Könnte man auch machen, das ist dann halt auch nochmal optisch. Da hätten wir hier nochmal Standard, das ist mit diesem Windabweiser quasi. Und dann könnten wir hier auch nochmal die Sachen reinmachen. Die haben wir dann zum Beispiel auch bei den anderen LKWs mit drin, die wir haben. Hier hätten wir zum Beispiel dann auch nochmal sowas fürs Optische. Würde uns jetzt relativ wenig interessieren, weil wir es meistens sowieso nicht sehen. So, was haben wir sonst noch so? Chrom oder Standard, da würde ich eher Standard nehmen. Ich mag das Chrom und nicht so. Reifen haben wir, ja, die Reifen, die wir standardgemäß drin haben, beziehungsweise mit DLCs. Ich habe ja die
Jetzt hier ist ja noch drin. Hier hinten aber den Explosiv. Dann hätten wir das in Weiß und die Standardvariation. Ich denke, da bleiben wir auch bei dem normalen Kram. Sage ich jetzt einfach mal so. Den machen wir wieder weg. Den machen wir auch mal wieder weg. Aber wir machen das jetzt einfach nochmal rein, um zu optisch zu gucken, was das für ein Unterschied ist. Was habe ich hier? Hier habe ich Chrom. Was ist, habe ich jetzt hier dran gemacht? Sind das Lichter? Das sind Lichter, ja, die würde ich zum Beispiel reinnehmen. Jetzt könnte man zum Beispiel reinnehmen, hier hätten wir nochmal einen Tourgriff, Standard oder Chrom. Ich will jetzt die Standard machen. Hätten hier sogar einen Griff quasi am LKW dran, könnte man auch reinmachen. Man hat hier oben sogar den Blinker mit dran. Ja, Kunststoff, teilweise lackiert. Das ist der Innenspiegel, den können wir hier in dem Fall wahrscheinlich nicht nutzen, weil der noch nicht für die Mod, beziehungsweise nicht für den LKW ausgelegt ist. Da gucken wir dann gleich mal im LKW selber. Können wir wieder Alarmschilder reinmachen, das ist Standard, das können wir nicht ändern. Da können wir noch was drüber machen. Die Außenspiegel, die wir reinmachen können. Das ist Standard, da haben wir auch nichts zum Verändern, hier auch nicht. Oversight Load. Bringt sowieso nichts, die KI achtet sowieso nicht drauf. Explosiv. Original oder Standard, da kann man lieber das nehmen. Da weiß ich auch nicht, warum man das nicht benutzen kann von den Lichtern her. Da könnte man noch einen Grill dran machen, Lichter etc. wahrscheinlich. Ne, Warnflaggen könnten wir jetzt hier noch dran machen. Das wäre aber das seitliche. Das wäre etwas, wenn man sagen würde, okay, wir fahren hier sehr viel Schwertransport. Wir werden aber auch nur eine oder zwei Tour mit dem LKW fahren. Das sind auch Standardlichter. Einmal an die Warnflaggen dran. Was habe ich hier? Standard. Das Ding hier. Ansonsten, wenn ich jetzt hier noch nichts übersehen habe, was sind die Sachen? Guck mal hier, den Außenspiegel, der ist ganz wichtig. Rundumleuchten können wir auch dran machen. Wobei ich jetzt spontan sagen würde, dass die besser aussehen. Ja. Würde ich aber jetzt in dem Fall auch einmal weglassen, weil wir müssen natürlich auch auf unserem Budget achten. Und jetzt gehen wir einmal zum Spiegel. Das wäre der Standardspiegel, also man sieht, da ist kein Unterschied, das ist einfach nur Chrom oder Standard. Und das ist halt die Mod. Oh, sie funktioniert doch. Wir haben hier nämlich noch eine Mod drin, dass wir hier so Spiegel innen drin haben. Und so würde das Ganze aussehen. Ich möchte aber ganz gerne den Standard-LKW einmal zeigen, das heißt ohne diese Mod, deswegen werde ich das Ganze nicht mit reinmachen. Lenkrad, was haben wir hier? Das ist einfach wieder verschiedene Sachen vom Lenkrad. Das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie neu ist, deswegen behalten wir den Standard-Lenker. Also die Basic haben wir. Ach ne, Basic haben wir noch. Okay. Und dann haben wir Premium. Okay, das gibt doch einen Unterschied. Also Basic und Premium hätten wir mit drin. Was habe ich hier? Hier könnte ich diese Spiegel dran machen. Ah, wäre eine Idee, aber ich bin jetzt nicht so der Freund davon. Das haben wir gerade schon gesagt. Was haben wir hier? Auch nochmal Spiegel. Hier haben wir nochmal die Möglichkeit, Luftauffrischer, Autoparfüm reinzumachen. Ich würde es jetzt in dem Fall weglassen. Burger. Ja, kann man auch reinmachen. Pedale, Kaugummi. Das sind wahrscheinlich hier so die Sachen, die wir freischalten können mit den Events. Eine Dampflok aus alter Eiche könnte man zum Beispiel mit reinmachen. Wäre auch eine Möglichkeit. Jetzt habe ich hier, das ist nochmal das Schild. Hier hätte ich dann nochmal die Spiegel. Wie gesagt, wir lassen die Standardspiegel heute drin. Das ist das Standard. Das heißt, wir haben die Sicherheitsfenster gar nicht. Sicherheitsfenster nennt sich das. Ah, okay. Gut zu wissen. Was haben wir denn hier? Hier könnten wir verschiedene Sitze reinmachen. Da gehen wir auch einmal durch. In Farben her. Ich finde das schön, dass man die Sitze ändern kann. Wobei mich das Rot auch gerade so ein bisschen anspricht. Also das Schwarz-Rote wäre natürlich auch nicht schlecht. Vom Preis her kein Unterschied. Wir machen mal die Roten rein. Ja, wir basteln uns das ein bisschen. Hier können wir dann auch wieder Sachen drauflegen. Taschen, etc. Ne? Das sind ja auch so Möglichkeiten, die wir reinmachen können mit der Zeit. Das ist der Sitz. Was habe ich hier? Fertigmahlzeit. Ach, das ist dann direkt auf dem Boden. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht mit reinnehmen, weil würde ich auch ganz gerne weglassen. Hier ist der Schlüssel. Er hat sogar noch einen Schlüssel drin. Anscheinend. Auch nicht schlecht, ja. Er hat noch einen Schlüssel. Ist kein Start- und Stopp-LKW. Wobei ich auch nicht weiß, ob es das beim LKW gibt. Deswegen das, würde mal sagen, ja, aber hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt nicht. Was haben wir sonst noch so? Hier haben wir einen Gitarrenkoffer, kann man gitarrisch machen, Laptop, Tablet könnten wir hinstellen. Ich bin ja so derjenige, der hier sich so eine Decke und sowas hinmachen würde. Hier haben wir einen Hockeyschläger, ja, Gitarre könnte man noch mal ein bisschen hinmachen. Ja, USA-Flagge wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Sieht aber optisch schon mal sehr schön aus, der LKW. Also ich finde ihn schon mal sehr gelungen bisher.
Hier haben wir dann mal die Möglichkeit, verschiedene Sachen dran zu machen, quasi Lufterfrischer und sowas. Auch die Sachen, die wir natürlich freischalten durch die World of Trucks Events, wenn die damals da sind. Da werden wir bestimmt auch irgendwo was haben. Habe ich jetzt hier nichts mit drin? Aber ich habe bestimmt was drin. Ich glaube, das war auch ein Event, ne? Ich meine ja. Aber genau wissen tue ich es jetzt nicht. Könnte man sich zum Beispiel mit reinmachen. Was habe ich hier oben? Das ist Standard. Habe ich sonst noch irgendwas, was ich hier ändern kann? Nö. Ich glaube, dann haben wir alles soweit durch. Wir gehen mal kurz alles durch. Farbe können wir da nicht großartig ändern. Hier sind wir, glaube ich, auch schon alles durchgegangen und hier auch. Da würde ich sagen, wir nehmen den jetzt so, wie der hier steht. Ja, mit dem schönen Sachen hier. Und ich kaufe einfach den mal. Und gebe unseren LKW in Zahlung. Und würden dann nur 60.000 bezahlen. Ich speichere das Ganze auch nicht. Das ist einfach nur, um das Ganze einmal zu zeigen. Und da steht das gute Ding. Man hätte noch sehr viel dran machen können. Also wir hätten optisch noch sehr viel ändern können. Aber ich wollte natürlich jetzt so ein bisschen sparen, auch wegen dem Geld. Und wir sind jetzt einmal alles durchgegangen. Bin mal gespannt, wie der sich fahren lässt. Beziehungsweise wie das ist mit der Wendigkeit. Weil der doch schon relativ groß ist. Und wie das Innendesign gleich aussieht, wenn wir fahren. Weil ich bin ja im American Truck Simulator, bin ich auf der Suche nach einem neuen LKW, der mich ja anspricht. Der, wo ich sage, der gefällt mir besser als den ich jetzt habe. Das seht ihr dann in der letzten Folge auf YouTube. Übrigens, bevor die Frage kommt, welche Mods nutzt du? Für die Leute nachher auf YouTube einfach auf mehr Anzeigen klicken und dann seht ihr das Ganze auch. So, wir stellen aber jetzt erstmal natürlich die Kamera ein. Beziehungsweise den Sitz ein. Ich bin da kein Freund, wenn ich da so nah dran sitze. Okay, weiter kann ich nicht weg. Das ist schon mal nicht so schön. So, wir starten einmal. Navi haben wir direkt da drin. Ich mache mal die Musik mal ein bisschen aus. Den Spiegel lasse ich jetzt mal drin. Das ist übrigens mit einer Spiegelmod. Die nennt sich True Mirror. Dann machen wir den Gang rein. Man sieht sogar, Brake habe ich drin. Okay. Was kann ich denn auf I drücken? MPH, Meilen, die wir wahrscheinlich schon gefahren sind, ist bisher 0. Temperatur, Batterie, ganz wichtig. Press to Enter Menü. Ich würde sagen, lass uns mal eben kurz hier von dem Händler wegfahren. Und dann mache ich einmal den Gang rein. Und dann schauen wir uns den doch mal außen an. Also ich finde das natürlich jetzt schade, dass die... Oder blinkt der doch? Ne, jetzt habe ich es dicht ausgemacht, ne? Bin jetzt schon so lange nicht mehr ATS gefahren, dass ich jetzt nicht weiß, wo ich jetzt gerade meine Bumlink-Anlage anhabe, da. Okay, die Spiegel sind nur mit Licht, das ist schon mal ganz cool. Ja, Fernlicht, aber die unteren Lichter gehen leider wieder nicht an, das finde ich sehr schade. Ja, aber die Lichter, das sieht schon mal auch sehr schön aus, die seitlichen gehen natürlich nicht. Da hinten ist in Amerika, haben die nun mal rot. Ich weiß auch nicht warum. Aber ansonsten sieht das schon mal sehr schön aus. Und ich würde sagen, lass uns doch mal eine Tour fahren mit dem neuen LKW. Muss ja nicht unbedingt groß sein. Wir können auch zwei kleine Touren fahren. Wie gesagt, speichern werde ich das jetzt nicht. Oder wir fahren diese eine große Tour. Nehmen wir mal die hier. So, dann einmal nach vorne fahren. Aber ich habe so das Gefühl, ich sitze zu tief in dem LKW. Also von der Höhe her. Dass ich zu tief sitze. Und ich habe auch so das Gefühl, ich sitze einfach zu nah dran, obwohl ich schon so weit weggezoomt habe. Wir gucken nochmal eben. Spiegel lassen wir natürlich weg. So, Sitz einstellen, Höhe. Ich habe echt so das Gefühl, dass das täuscht. Ja, das ist jetzt uninteressant, das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen einmal abbiegen. Man hat sogar die Bremse mit drin. Was mich interessiert, ist eigentlich, wo ist mein Tempomat? Biege nach links ab. Das ist das, was mich gleich interessieren wird. Können wir jetzt die Musik wieder anmachen. Autsch, das war so klar. Man hat so das komische Gefühl, man sitzt nicht richtig drin, ne, in dem LKW.
Also ich glaube, das wird kein LKW für mich sein. Ich glaube, wir fahren die eine Tour und dann schauen wir mal weiter. Wir könnten auch eine Dings-Tour fahren, eine World of Trucks-Tour. Das könnte man natürlich auch machen. Okay, die ist dann wirklich sehr klein. Ne, da kommen dann fahren wir die große. Dann fahren wir die normalen Aufträge hier. Weil dann würde ich doch speichern, weil ich glaube, da waren wir nämlich noch nicht. Lass uns loslegen. Gut, dann. Aber man hat auch sehr viel, was übrigens beleuchtet ist. Ne? Es ist sehr viel an hier. Aber man hat die Knöpfe reingemacht mit Nebelscheinwerfer. Man kann sie nur nicht nutzen. Und ich kann den neuen LKW noch nicht abschätzen, weil er ist doch halt sehr lang und man sieht halt so wenig. Ich komme mir gerade vor wie in so einem Zug. Okay, da ist unsere Fracht, die wir mal aufladen müssen. Press to enter to park it Menü. Ah, okay. Auch nicht schlecht. Natürlich jetzt so, weil ich die Spiegel natürlich jetzt nicht eingestellt habe, ne? Deswegen kann ich das jetzt nicht hundertprozentig sehen. Wir fahren los. Ob ich das auch alles richtig eingestellt habe. So, für mich ist jetzt interessant, wo mein Tempomat ist. Das ist jetzt für mich interessant. Ich bin jemand, der muss halt mal wissen, wo mein Tempomat ist, wo wird mir die Geschwindigkeit angezeigt. Oh, das ist auch partout keine Übersicht bei dem LKW, ne? Also das ist so ein bisschen, was ich jetzt schon als Nachteil empfinde, aber vielleicht ist es, liegt es auch daran, dass man da nicht so hoch sitzt. Okay, wir haben schon mal den Spritverbrauch gefunden. Biege nach links ab. Gut, machen wir. Irgendwo hängt mein LKW, glaube ich. Mein Auflieger hängt. Oh, okay, wir haben noch einen sehr langen Auflieger. Machen wir gleich mal. Biege nach rechts ab. Okay, ich sehe schon, hier habe ich meinen Tempomat. Der ist direkt hier mit bei. Ich muss hier rechts hoch. Boah, das mit dem langen LKW. Und du siehst vorne einfach nichts, ne? Wir gehen gleich mal die ganzen Sachen einmal durch. Wir sind schon 2 Meilen gefahren. Ach, mit dieser Füllung. Full use it. Meint er damit, wie viel wir mit dieser Füllung gefahren sind? Würde ich jetzt mal drauf tippen. Wir haben jetzt maximale Getriebe eingebaut. Wir haben das maximale motortechnisch eingebaut. Immer geradeaus. Und unser Navi sagt, wir sollen immer geradeaus fahren. Aber ich finde, oder ich habe so das Gefühl, es ist kein eingebautes Navi, es ist einfach ein Navi, was einfach dahin gepackt worden ist. Auch schon sehr interessant im Endeffekt. Aber bevor wir weiterfahren, ich muss mal kurz noch was gucken. Also ich komme mir vor, als würde ich im Zug sitzen. Als Zugführer vielleicht, aber es sieht halt sehr komisch aus, ne? Es ist halt einfach nur ein Navi, was einfach reingeklickst ist, ne? Das ist jetzt nicht so... Ja. Optimal würde ich sagen, aber es ist eine gute Alternative. Wir sind die Geschwindigkeit eigentlich optimal, also ne, man hat da sehr schön einen Durchblick oder beziehungsweise sehr optisch sehr schön, aber man sieht halt so viel mit dem Lenkrad auch gar nicht. Aber gucken wir mal. Ich fahre jetzt diese eine Tour und dann könnt ihr mir gerne eure Meinung mal zu dem LKW sagen, wenn ihr möchtet, was ihr davon haltet, was ihr für einen LKW fahrt. Aber ich glaube, ich werde bei meinem Standard-LKW dann erstmal bleiben. Wie gesagt, den Safe-Game werde ich jetzt nicht speichern. Das ist jetzt einfach nur mal so, damit man auch mal den neuen LKW gesehen hat. Wir
fahren jetzt circa 50. 55 ist erlaubt. Wir können mal so ein bisschen erhöhen hier. Dude, wo willst du hin? Du kommst da sonst nicht an mir vorbei. Ich darf trotzdem nur 55 fahren, sehe ich gerade. Gehen wir wieder runter. Fahren wir 56. Aber ansonsten vom Außen her, von außen her ist der sehr, sehr schön optisch. Der LKW, ich gerade versucht uns zu überholen. Ich werde kloppt. Der Typ dürfte da eigentlich auch nicht fahren. Aber okay. Dann halten wir uns mal auch rechts. Biege nach rechts ab. Ja, sind dabei. Erster Aufenthalt in Sacramento. Bitte links halten. Aber ja, perfekt runtergebremst und sind dann direkt mit unter 35. Ja, da kann ich ja vielleicht mal so ein paar Themen ansprechen. Ich weiß ja nicht, wie weit die Leute gucken, weil ich denke, ich werde das dann splitten. Mit der Timeline vielleicht, wenn ich dran denke. Ansonsten, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann werdet ihr auch folgende Infos bekommen, weil ich werde das jetzt nicht nochmal separat reinschreiben. Vielleicht wäre es doch mal, aber ich denke nicht. Denn wir werden viele Projekte jetzt erstmal nur noch im Stream machen. Also es wird keine Offscreen-Aufnahmen erstmal geben. Es kann sein, dass sich das natürlich jederzeit noch ändert. Aber aktuell ist der Stand der Dinge so, dass sich das nicht ändert. Außer das Internet geht gerade nicht. Und dann würde ich natürlich dann auch Offscreen aufnehmen. Aber ansonsten sollen alle Projekte, die wir haben, im Livestream kommen. Wir werden auch wieder versuchen, wenn es möglich ist, natürlich dann täglich zu streamen. Auch in der Spätschicht vielleicht. Aber das weiß ich noch nicht. Dass wir dort vielleicht verschiedene Projekte machen. Ich sag mal, wenn wir maximal 2 Stunden oder 1,5 Stunden machen, ist das, denke ich mal, auch vollkommen okay. Weil zeittechnisch bin ich so ein bisschen einbegrenzt, also ein bisschen begrenzt aktuell. Weil es einfach muss ein bisschen, ja, zeitaufwendig ist alles. Okay, jetzt komme ich natürlich jetzt nicht darüber. Ja, aber hast du denn nicht mal alle Tassen im Schrank? Ach, jetzt komme ich da nicht durch. Ist egal, wir fahren trotzdem dann vorbei. Und hier ist normalerweise nicht, das ist einfach nur abgesperrt. Normalerweise würde ich es jetzt nicht machen. Aber ich möchte halt nur diese eine Tour fahren, deswegen machen wir es einfach mal. Und dann, wenn wir Pech haben, von wegen was haben sie jetzt hier gesperrt? Ah, okay, da steht die Feuerwehr. Okay, deswegen fährt man normalerweise nicht daher. Und da spawnen die ganzen Autos, da hat es nämlich geknallt. Palette, ja, man spannt natürlich auch nicht, ja, da sind die ganzen Sachen rausgefallen. Und dann droppt so ein bisschen meine FPS, ich habe die Begrenzung mittlerweile wieder rausgenommen. Weil ich gemerkt habe, dass bei manchen Spielen, wenn ich die begrenze, dann eher dann ein bisschen Probleme hat. Aber das macht keinen Unterschied, wir nehmen 60 auf, wir streamen 60, deswegen ist das vollkommen egal. Dann passt das nämlich. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Musik gerade nicht läuft. Ist auch ein bisschen zu leise gerade, das kann auch möglich sein. Aber ansonsten fährt er sich mit dem Controller relativ geschmeidig. Das ist schon mal ganz gut, weil es gibt ja auch Leute, die fahren zum Beispiel mit Tastatur. Könnte ich nicht. Der hätte sich keine Nerven für. Lenkrad ist natürlich was anderes, aber so oft spiele ich diese Projekte einfach nicht, dass ich sagen würde, es lohnt sich einfach ein Lenkrad zu kaufen. Wenn ich halt Projekte machen würde, wie Autorennspiele, wo sich das dann lohnen würde, dass man das mitnehmen würde, dann wäre das eine ganz andere Geschichte. Ansonsten lohnt es sich aktuell für mich nicht. Wir sehen quasi auch an dem Balken, wie viel Sprit wir noch drin haben. Der ist nämlich gerade so ein bisschen runtergegangen. Und dann könnt ihr mal gucken, wie viel wir an Sprit verbraucht haben. Wie viel meinen wir das? Ne, Full Use It? Ich weiß jetzt nicht genau, was er davon mit uns möchte dann in dem Fall. Wir können mal ein bisschen weiterklicken hier. Batterie, die bleibt immer voll, also das ändert sich nicht. Park It Menü, press to enter. Park It Menü. Was meint ihr mit Park It Menü? Haben wir da eine Kamera dran? Ne, Snap ist ja einfach nur so eingebaut, ne?
Hier haben wir Temperatur und Uhrzeit. W ist wahrscheinlich für Westen, denke ich mal. Das ist vielleicht der Spritverbrauch im Durchschnitt. Ja, wir rollen gerade, wir müssen eigentlich gleich stehen bleiben. Bleib mal stehen. Indirekt, dass wir die Handbremse angezogen haben. Vom Geräusch her sieht man das auch. Ansonsten haben wir da beim Lenkrad noch ein paar Sachen. Batterie sehen wir zum Beispiel. Da haben wir auch noch andere Dinge mit drin. Also wir haben hier sehr viele Sachen, die uns eingeblendet werden, aber viele, wo man vielleicht als Laie nicht weiß, was das genau ist. Und deswegen, so an sich sieht der eigentlich, sag mal so optisch ist der wirklich schön gemacht. Aber ich finde vom Fahren her gerade, ich habe gar keine Übersicht. Ne? Und ich bin jetzt nicht wirklich tief. Ich habe jetzt Standard quasi Sitzhöhe. Und ich finde, dass der einfach... ist aber auch nicht so lang, ne? Wenn man das so vergleicht. Ich weiß gar nicht, welchen Modus haben wir denn aktuell drin? Haben wir da auch den Höchstleistungsmodus drin? Lass mich schauen, wo ist das? Habe ich das da auch drin? Ja, ich habe den Höchstleistungsmodus habe ich auch drin. Ich habe ja noch eine Funktion, die man mal reingepatcht hat. Das war mit dem... Hör mal kurz, gucken wir das unter Gameplay. Ringwahrscheinlichkeit, Drehmoment der Antriebswelle, können wir mal auch auf volle Pulle stellen. Das ist jetzt die Kreditrate gewesen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel sich da jetzt ändert. Oder beschleunigt er jetzt im Endeffekt besser? Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wir gucken mal kurz, wo der andere LKW ist. Der ist auf der anderen Seite, dann fahren wir mal rüber. Wir haben ja genug Sicherheitsabstand zwischen uns. Was mich noch so ein bisschen stört ist, aber ich weiß natürlich auch nicht, wie die Leute mal fahren. Man hat so viele Einstellungsmöglichkeiten, ne? Dass der Spiegel so ein bisschen weit weg ist. Ne? So weit drüber gucken muss man im Endeffekt gar nicht. Das ist halt, weil ich das jetzt gewohnt bin, weil ich die Mod drin habe, dass ich diese Mercedes-Spiegel drin habe. Dass du die Spiegel direkt im LKW drin hast. Wäre natürlich auch eine Idee gewesen. Obwohl, wir können ja mal gucken. Haben wir denn eine Werkstatt auf dem Weg hier? Zu der Tour? Nee, haben wir nicht, ne? Nee, schade. Sonst hätte ich gesagt, dass wir uns das so machen, dass wir auf jeden Fall mal die Spiegel wechseln, um einfach mal zu vergleichen. Aber wir haben hier leider keine. Das wäre nämlich noch eine Idee gewesen. Aber, ja gut, dann eben nicht, dann fahren wir halt mit den neuen Spiegeln so. Aber ich finde, der sieht doch ein bisschen komisch aus. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay, machen wir gleich. Ansonsten ist das, glaube ich, sehr gewöhnungsbedürftig mit dem LKW. Ich denke mal, wenn man da ein bisschen mit gefahren ist, sich das, sich daran gewöhnt hat im Endeffekt, dann kann man auch mit so einem LKW fahren. Ich bin gespannt, was da noch für LKWs demnächst ins Spiel kommen, weil, wie gesagt, ich warte immer noch oft drauf. Dass ich eine Alternative finde für meinen aktuellen LKW. Das kann ich natürlich noch nicht drüber. Unfall, wieso habe ich einen Unfall verursacht? Ich habe gar keinen Unfall verursacht. Die KI ist mir in den LKW gefahren. Ich bin unschuldig, Officer. Das müsste man am besten auch nochmal irgendwann mal ändern. Man kann natürlich auch sagen, komm, ich mach die Bußgelder aus, ich mach den Nachtmodus aus. Was soll ja schon so ein bisschen realistisch sein dann. Wenn man selber keinen LKW fahren darf, weil man keinen Führerschein hat oder vielleicht zu jung ist oder nicht solche LKWs fahren kann, ist der American Tag oder Eurotaxi benutzt eigentlich schon eine nette Alternative. Und ich finde auch sehr gute Spiele. Sie haben sich in den letzten Jahren immer wieder verbessert, muss ich sagen. Und ich spiele die Spiele schon seit Release eigentlich. Deswegen habe ich da schon sehr viel mitbekommen. Das Wasser sieht ein wenig komisch aus auf der rechten Seite gerade. Aber ansonsten ist das eigentlich ganz angenehm, gerade mit den so eigentlich zu fahren. Ich habe so, ja, ich bemängel immer ein bisschen was, finde aber auch ein paar Sachen ganz okay. Was jetzt bei mir eigentlich der Mangel gerade ist, ist einfach nur das mit der Sicht. Ne? Ich habe keine vernünftige Sicht nach vorne. Das könnte aber auch... Hi Petra, wie geht's dir? Habe ich den Chat an? Ja, ich habe den Chat an. Bin aber auch schon lange nicht mehr gefahren, deswegen kann das natürlich auch daran liegen. Deswegen sage ich ja auch ein bisschen Gewöhnungssache und dann lügt das eigentlich hier. Hab gesehen, du hast die Tage gestreamt. Ja, gar nicht die Tage. Vorgestern. Ja? Guck mal, die versucht mich immer noch loszuwerden. Sie möchte unbedingt, dass ich zu dir gehe, dass wir beide zocken können. Die möchte mich nicht mehr haben.
Ja. Also ich versuche mich immer loszuwerden. Hast du neue Emojis? Sind aber nicht von mir. Ich suche immer noch einen, der mir welche machen kann. Aber ich glaube, aktuell lohnt es sich noch nicht, jemanden zu suchen. Einfach aus dem Grunde, der Kanal ist zu klein. Es gibt halt nicht genug Sachen, dass man da wirklich mehr Emojis bekommt, dass man wirklich sagt, okay, wir machen eigene. Und dann, wenn dann wer eigene mache, ist die Frage, was für welche machen wir? Was ist hier los? Warum fährt der LKW nicht? Okay, ich verstehe nicht, warum der LKW nicht fährt. Vielleicht ist das irgendwie ein Bug oder so. Petra antwortet heute nur in Emojis. Nein. Die wird dich nicht verstehen. Die wird sich denken, nein, du darfst sie behalten. Gut, bremst doch 5 Minuten vorher ab. Dann brauchst du nicht so stark runterbremsen, ey. Meine Güte. Aber was mir gerade einfällt, ne, was mir noch ein bisschen fehlt, ist, ich habe ja gar keine richtige Anzeige. Also keine digitale Anzeige wegen der Geschwindigkeit, ne? Das habe ich nicht. Ich habe jetzt halt nur den Tacho, den ich da so sehen kann, ne? Du bist VIP, du hast eigentlich keine Begrenzung im Endeffekt. Weil ich das weiß. Sicher bin ich mir jetzt aber nicht. Ich musste gerade mal eben neu die Sicherstufe einstellen auf Standard. Immer geradeaus. Weil sich das wieder verstellt hat. Das heißt, eigentlich kann im Grunde genommen. Ach, das war. Oh, der Mutti. Okay, das war aktiv. Nur Motion Chat. Okay, das weiß ich nicht warum. Kann sein, dass ich das deswegen irgendwie verstellt hat. Aber es hat sich irgendwie generell so ein bisschen verstellt. Auch auch die Sicherheitsstufe war auf Maximum. Das heißt, du bist natürlich raus, weil du VIP bist. Aber jemand Neues, der noch nie hier geschrieben hat, der weder Follower ist oder sonst noch irgendwas, der muss halt das Handy, das Konto aktiviert haben über das Handy und er muss das halt als Sicherheitsgründe haben und E-Mail bestätigt haben. Ich habe das jetzt auf Standard wieder zurückgesetzt. Es kann auch sein, dass es deswegen der Emoji-Raum war. Warte, ich gucke sofort. Noch kurz schauen, dass ich hier niemanden erwische. So, jetzt habe ich Zeit. Bist du dir sicher, dass ich ein Mann bin? Also wenn, dann komme ich nicht alleine. Also guck mal, ich bin 10 Stunden am Tag aus dem Haus, wenn ich arbeiten gehe. Ne? Ich schaffe Geld dran. Ja? Ich kümmere mich um sie. Ich koche. Ich mache den Haushalt. Ja, ich gehe einkaufen. Die braucht sich um nichts kümmern. Und das ist der Dank dafür nach 16 Jahren. Überleg dir das mal. Jede Frau würde mich mit Kusshand nehmen. Ja, ich bin ein sehr freundlicher und liebenswerter Mann. Ja, und sie, ich will den nicht mehr haben, kannst du haben. Ich versuche den zu verschenken. Aber die Petra, die nimmt wenigstens Rücksicht auf mich. Siehst du, nimm dir mal ein Beispiel an der Petra. Sie grinst mir schon wieder. Ja. Gleich Sekunde, ich muss erstmal hier. Wenn du jetzt Scheiße reingeschrieben hast, dann. Ja, ich lasse das jetzt mal unkommentiert. Ich hab's heute Morgen geärgert. Officer, das machen wir da machen sie was, ne? Aber dass der Verkehr hier stockt, weil jeder zu doof ist zu fahren, dann machen sie nichts, ne? Voller Hund da.
gibt's ja gar nicht hier. Rechts halten. Verkehrsroute, ja, hast du gesehen? Da bleibt der einfach stehen, weißt du? Dann willst du dann vorbeifahren, dann gibt er wieder Gas. Schlimm, diese Leute. Ja? Was? Alles das kommt per? Was? Weißt du, die Leute auf der Arbeit wollen mich nicht mehr haben, weißt du? Und da will sie mich jetzt auch abgeben. Die hatte zwei Hunde, ja. Mit dem Hund ist es einfacher als mit mir. Einen Hund kannst du ja ziehen. Bei mir ist der Zug schon abgefahren. Vor 34 Jahren schon. Bald sind es 35. Boah, siehst du, die Petra, die hat Verständnis für mich. Nimm dir mal ein Beispiel dran. Ja. Jetzt schlägt sie mich schon wieder. Schatz, du sollst mich nicht schlagen. Du weißt, mir gefällt sowas. Au! Wie geht's dir denn sonst so, Petra? Er fährt der nächste mir gleich in den LKW. Was? Gibt ihr eure... Was? Unsere Fetische? Also, das können wir gerne machen. Wann kommst du vorbei? Petra möchte uns unsere Fetische besprechen. Also ich habe da so Hasen, die setze ich mir gerne mal auf die Schulter und lass mich von denen kraulen und so. Ne? Nicht mit mir, du Blöde. Warum nicht? Ich meine, wir haben jetzt fast 30 Tage auf dem Boot verbracht. Da müssen wir uns mal besser kennenlernen. Meine, Bruce hat ja einen Fetisch, der steht total auf dich, aber ich habe ihm schon gesagt, das mit dem Date funktioniert anders, aber er hört ja nicht auf mich. Er findet dich zum Fressen, wie sagt man das schön, nett? Fällt das passende Wort einfach gerade nicht ein. Ja? Geht so? Ja, uns geht's auch so, weil ich bin seit heute Morgen 8 Uhr wach. Und konnte halt nicht mehr pennen. Also ich habe jetzt gestern, wo ich zu Hause war, dann noch ein bisschen geschlafen. War dann noch wach bis heute Morgen, 1:30. Hab dann noch Holy Dog getrunken, aber dann war ich plötzlich so hundemüde auf einfach. Und dann bin ich dann immer ins Bett und bin heute Morgen um 7:30 oder 8 aufgestanden. Habe ich dich geärgert? Das geht zu weit. Was geht zu weit? Dass ich mich von den Hasen kraulen lasse? Ja, da hast du recht. Die sind momentan sehr, 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 sehr gemein. Na, die, wenn ich die fütter, die sagen, nee, wir wollen mehr. Wir wollen eine ganze Süßkartoffel für uns alleine. Und die Dinger sind schweineteuer, ne? Ich habe am Fluss auch einen Fetisch entwickelt. Ich setze mir den Haikopf. Auch wenn ich mich auf mein Bett neben dir und warte, bis du aufwachst. Boah. Das ist ein harter Fetisch, ne? Du folterst mich zum Tode, um mich dann nachher zu verfüttern. Ich merke es mir fürs nächste Mal. Und dann musst du noch so ein Kreuzchen machen. Hier ruht Mr. Unsympathisch. Und weiß ich auch nicht, wie die drauf gekommen sind, weil ich gesagt habe, ich habe die Folge noch nicht geschnitten, ich muss es noch machen. Und weil man dich gefragt hat, wie geht's dir? Und ich habe gesagt, schlechten Menschen geht es immer gut. Ja, das habe ich nicht vergessen. Ich habe den Chat nebenbei offen gehabt. Ich konnte das lesen auch mit dem Handy, was die geschrieben haben. Und dann habe ich das gesehen und ich denke mir so, okay, was hast du denn jetzt so gesagt, so Petra? Ich meine, hallo, das war ein Witz. Sarkasmus. Muss ich jetzt in deinen Chat schreiben? Pass auf, der macht Sarkasmus mit im Stream. Also entweder hat die Person es nicht verstanden oder ist es irgendwie falsch aufgenommen worden, ne? Aber wie gesagt, mir ist das egal. Also ich dachte im Endeffekt eher drüber. Aber nein, ich habe es nicht vergessen. Na? Aber ich werde auch nichts gegen deinen Chat sagen, weil das sind deine Leute. Ja, da halte ich mich raus und da werde ich auch niemanden ermahnen und sagen, ey, das geht so nicht. Was fällt dir eigentlich ein, mich jetzt zu beleidigen? Es war ein Joke. Ne? Ich meine, wir beide wissen das, dass das ein Joke war, aber wahrscheinlich ist das irgendwie nicht ganz rübergekommen, ne? Bitte links. Ah, ich hab dich irgendwie schmerzhaft beleidigt.
Richtig, ich glaube, es ging darum, weil man dich gefragt hat, wie es dir geht. Und ich habe gesagt, schlechten Menschen geht's immer gut. Und du warst, guck mal, wir kennen uns jetzt schon so lange, ne? Und das ist so ein Standardspruch bei mir. Ja. Also wenn das Spaß war, sollte er einen anderen Emoji benutzen, weil ich mir jetzt dachte, okay, was habe ich denn jetzt zu dir gesagt, dass er sich jetzt angegriffen fühlt, dass ich dich attackiert hätte? Weil da war ich auch so ein bisschen verwirrt und dann auch erstmal so ein bisschen pisst. Wo ich mir dachte, wenn ich unsympathisch wäre, wäre Petra erstens bei mir nicht VIP und zweitens wäre die gar nicht bei mir als Follower da, beziehungsweise als Supporter im Endeffekt auch, ne? Deswegen, das hatte mich so etwas irritiert auch an dem Tag, ne? Wahrscheinlich einen schlechten Tag gehabt oder so. Aber ich guck noch mal, wenn ich die Folge schneide, versuche ich mal drauf zu achten und dann gucke ich mal, was das war. Weil ich meine, das ist, weil ich gesagt habe, schlechten Menschen geht's immer gut. Ja. Ich mache mir auch nichts draus, deswegen alles gut. Es hat nur sehr interessant, wie steil die Leute gegangen sind, aber gut. Aber hat denn alles geklappt mit deinem Stream? Lief das einwandfrei? Ich habe ja gesehen, du hast ja noch ein bisschen Overwatch, glaube ich, gespielt. Ich habe es nachher auf dem Handy angehabt. Und irgendwann war dann mein Akku leer und dann dachte ich, oh verdammt. Ja. Das ist schön. Ja, ich habe jetzt gesehen, auch ich bekomme das ja aufs Handy, dass du streamst und ich denke so, was, Petra ist jetzt online? Hat die eine Spätschicht? 9,5 Stunden gemacht, wow, das ist viel. Ja, insgesamt, ja. Das ist viel. Aber manchmal hast du das dann auch, wenn du länger nicht streamst, dann sind so viele Leute dann da und du hast einfach dann gerade richtig Lust dann zu streamen, ne? Oder dann willst du ja auch nicht aufhören, weil die Leute wollen dann auch, ne, ein bisschen mit dir quatschen. Fragen auch, hey, wie geht's dir? Warum warst du so lange nicht da? Und so weiter und so fort, ne? Oh, du hast aber auch momentan kein Glück, ne? Erst das mit dem Arm, jetzt das. Ich wünsche dir gute Besserung. Du musst echt aus der Firma raus, du. Aber das ist kein Thema für den Stream. Das kann man gerne mal privat besprechen. Hatten wir das schon? Ich bin mir nicht sicher. Wir hatten, glaube ich, mal drüber gesprochen, ja. Na, deswegen, da wünsche ich dir auf jeden Fall gute Besserung, ne? Ja, das ist, also bei mir ist es, glaube ich, bei mir liegt es am Projekt und auch immer an der Uhrzeit. Ich habe jetzt die Woche, also gestern wollte ich eigentlich Minecraft machen, gestern habe ich gesagt, ich stream nicht, weil ich war hundemüde. Und deswegen habe ich dann, noch gepennt, habe dann noch die ganzen Diablo 3 Folgen geschnitten. Also ich habe jetzt den dritten Akt komplett fertig und den vierten Akt jetzt auch. Also habe ich jetzt angefangen. Muss rüber auf die Spur, du, lass mich mal rüber. Links halten. Und, also ich muss mal auf die andere Spur. Und, hab gestern nicht gestreamt. Ich habe noch Minecraft gemacht jetzt die Tage. Biege nach links ab. Da habe ich noch ein bisschen was gemacht. Ansonsten habe ich jetzt nicht wirklich viel mehr gemacht. Mortal Kombat Classic habe ich noch gespielt. Da bin ich aber eingepennt bei. Deswegen habe ich die Aufnahme auch gelöscht. Ne? Bitte, bitte. Oder gerne. Ja, gerne doch hört sich falsch an, ne? Aber. Ja. Ich bin jetzt halt überlegen, ob ich jetzt auch wieder versuche täglich zu streamen. Vielleicht auch wenn es nur eine Stunde ist, dann bin ich halt auch nur eine Stunde, da ist dann halt so. Weil ich habe auch gesehen, dass viele Leute wieder gegangen sind, wo ich mir denke, ja, aber ist dann nicht mein Problem. Wenn ihr nicht kommt, wenn ich streame oder euch das Projekt nicht interessiert, es gibt Sachen, da gibt es Infos, da siehst du, was wo ist. Es gibt ja auch keinen festen Streamplan mehr, also keine Streamzeiten mehr. Wir haben ja nur noch die Projektliste drin, welche Projekte wir machen und das war's im Endeffekt. Also mehr werde ich da jetzt auch nicht reinschreiben. Ich kann dir aber so viel verraten, dass wir, wenn Harry Potter verfügbar ist, Harry Potter streamen werden und wir das auch komplett erstmal durchziehen werden. Na? Deswegen, das werden wir dann erstmal fertig machen und wir müssen dann mal gucken, wann wir dann den Koop weitermachen mit Draft. Weil ich muss auch mal gucken, wann ich die Division mit den anderen drei weitermache. Da haben wir momentan auch noch keine Termine. Wann wir das weitermachen? Junge, fahr, ich muss eh stehen bleiben. Und ich habe ja so noch jetzt so viele Projekte, die ich noch fertig machen müsste. Aber mir fehlt einfach momentan die Lust auch so ein bisschen bei manchen Sachen und einfach auch die Zeit einfach, ne? Aber ich bin heute auch nicht allzu lange da. Ich bin bis, ich sag jetzt mal so 16. Also bis 4, 5 Uhr circa bin ich da. Um 19 Uhr habe ich, also um 19:30 ist der erste Raid heute. Da muss ich mir noch ein bisschen vorbereiten noch, ne? Aber ich versuche halt wirklich jeden Tag was zu machen. Ich versuche auch so, geradeaus. Ich versuche halt relativ viel Content zu bieten, auch auf dem Kanal, also auch auf YouTube. Der momentan wieder Platz 1 ist.
vor dem Stream, weil wir haben mehr Abonnenten als Follower. Ja, ich versuche natürlich auch mal was zu machen. Da habe ich jetzt gesehen, auch auf dem Kanal, es kommen weniger Videos. Das heißt, ich muss mehr schneiden. Müsste auch wieder mehr aufnehmen. Aber ich will jetzt halt das so machen, also wie ich es früher gemacht habe. Das heißt, pro Tag, bleib mal bitte stehen, also wieder versuchen täglich zu streamen und dann natürlich pro Tag halt verschiedene Projekte zu machen. Das heißt, wenn wir jetzt heute zum Beispiel RTS machen, werden wir morgen dann zum Beispiel, ich sag jetzt mal ETS machen als Beispiel. Oder halt ein anderes Projekt, was jetzt gelistet ist. Aber wenn jetzt Harry Potter kommt, werden wir Harry Potter durchziehen. Okay, das ist jetzt doof, ich muss da rückwärts einparken. Ha, das ist doof. Dann werden wir Harry Potter dann erstmal durchziehen, dass das fertig ist. Weil ich bekomme den Key am 7. quasi am Dienstag. Dann muss ich das erstmal runterladen lassen, was jetzt noch relativ lange dauert. Und dann werden wir dann auch so schnellstmöglich anfangen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass wir Freitag eventuell schon anfangen können, Harry Potter zu spielen. Weil ich habe Nachtschicht die Woche. Den kriege ich so nicht da rein. Das Problem ist, dass der Anhänger relativ lang ist hier und der Auflieger. Muss mal gucken, ob ich da hinten in die Ecke reinkomme, dass ich den einmal anders bewegen kann, dass ich den einmal anders ziehen kann. Ja, ist aber so, es ist halt auch sehr viel und ich mache so viel an Projekten und es ist, ja, sehr zeitaufwendig auch. Aber es macht auch natürlich auch Spaß, sonst will ich es nicht machen. Jetzt hätte ich auch kein Programm gekauft, was mich mal eben 350 Euro gekostet hat. Deswegen, das ist halt der Vorteil, wenn du halt nur streamst, du brauchst keine Sachen schneiden. Das spart dir jede Menge Zeit. Ja, aber das bezahle ich einmalig, ne? So, das war die Tour mit unserem Western Star. Da würde ich jetzt nämlich mein LKW wieder zurückholen. Und dann können wir eigentlich noch eine Tour fahren. Wenn wir jetzt gerade so dabei sind zu quatschen, können wir auch noch eine Tour fahren, würde ich sagen. So, Garage. LKW, wo war das denn hier? Ich würde sagen, wir fahren noch einen. Der ist cool. Das ist der, den wir gerade gefahren sind. Das ist der neue. Der ist jetzt neu ins Spiel gekommen. Nur ich finde halt vom InDesign ist der so ein bisschen komisch. Also es gibt auch schöne Sachen, aber es gibt auch so ein paar Sachen, die ich so ein bisschen komisch finde. Aber ansonsten ist der sehr schön eigentlich. So, ich muss mal kurz gucken. Wo war das jetzt hier? Arbeitsagentur. Garage. Irgendwo müsste ich LKW-Manager haben. Da. Denn ich fahre nämlich eigentlich den hier. Ne, warte mal, das ist der gar nicht. Den fahre ich. Den habe ich mit der Linda gerade getauscht. Dass wir da einmal den LKW zeigen konnten. Jetzt kann ich dir meinen mal zeigen, den wir jetzt aktuell fahren. Ich muss gleich mal den Titel ändern. Das ist jetzt unser LKW. Den wir aktuell fahren. Das ist unser, den wir jetzt aktuell haben. So, ich muss mal kurz den Titel ändern. Dann würde ich nämlich sagen, fahren wir noch eine Tour. Ich wollte eigentlich nur eine Tour fahren, aber dann fahren wir noch eine zweite.